Ich würde gerne zum nächsten Hauptauftrag gehen. Nebenaufträge sind zwar auch verfügbar, aber Nebenaufträge, ne? Die braucht keiner, Freunde. Ah, den hat er automatisch sogar verfolgt. Aber ich muss einmal meinen Kompass machen, damit ich weiß, wo ich langlaufen muss. So. Einmal hier entlang. Dann hier entlang. Hier entlang. Hier entlang. Wie hoch muss man noch, ey? Oh, hier entlang diesmal. Wie viele Treppenhäuser gibt es hier? Ja. Hat jemand mal alle Treppen gezählt, wie viele das sind? Professor Ronan redet gerne viel. So, nächster Auftrag, let's go. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Okay. Dankeschön. Hallo, ich bin Natty. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du denn Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen Guten Tag. Im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Ja, das haben wir gemacht. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Let's go. Okay. Accio. 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 Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach. Let's go. Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Let's go! Ja! Ja! Warum fängt denn nicht unser Neuzugang an? Easy. Gar kein Problem. Accio oder was? Kurzum. Accio. Zaubern Sie die Kugeln mit Accio und Accio. Lassen Sie sie im letzten Moment ausgezeichnet. Keine Sorge. Ah, man muss sie loslassen. Genau so. Aha, auch zu weit.
Der muss doch da bleiben. Die besten von uns. Hex. Sehr gut. Punkte für Ravenclaw. Aber warum gibt's dafür Punkte? Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Ja, ich will hier gewinnen. Miss Unai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Unai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Okay, fängt ihr an. 40, 50. Die rollt drüber, oder? Oh, come on, die muss da drüber rollen. Okay, beide rausgehauen aber. Genau so wird das gemacht. So, gewonnen. Easy. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Wie interessanter noch? Oh, ich glaube, okay. Interessant haben wir längst hinter uns gelassen. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Dann los. Na bitte. Oh nein. Oh fuck. Keine Sorge. Das geht noch richtig in die Hose. Ich wollte die zu sehr raushauen. Ich muss mich selber gut positionieren. Ja, guckt's euch an. Flieg doch raus! Oh nein, das gibt's doch nicht. Ja, wie soll ich denn das jetzt noch gewinnen? Okay, ich habe eine Chance. Eine einzige. Ja, verkackt. Lass dich nicht entmutigen. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Punkte für keine Ahnung wen. Dazu im Chat. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter. Versprochen. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Ouagadou. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich.
Ich fühlte mich dort zu Hause. Mhm. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Okay. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Das stimmt, aber ja. Ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Okay. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Ja, dann, let's go. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Accio auf Menschen anwenden. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Tja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onei ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Das stimmt, Professor. So ärgerlich, dass ich da verloren habe. Ne? Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas farbig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professorin sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan... Zusätzliche Arbeit noch. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Okay. Damit haben wir den Auftrag auch abgeschlossen.